Wohin? Ich möchte zur Signum filmen. Da werden Sie erwartet. Ich, ja, man erwartet mich. Ach, dann werde ich da mal eine anrufen. Wo wollen Sie denn da anrufen? Ich sag's Ihnen doch, ich werde erwartet. Sehen Sie, ich habe meine Anweisungen. Entschuldigen Sie, Sie sind doch Herr Theilmann. Ja, ich bin Martin Theilmann ist mein Name. Aber wenigstens einer, der mich kennt. Theilmann. Martin Theilmann bin ich, der Schauspieler. Ich bin hier schon durch dieses Tor gegangen, da hat es Sie noch gar nicht gegeben. Einer unserer besten Schauspieler. Tut mir leid, ich kann nicht jeden kennen. Hier gehen so viele Schauspieler aus und ein. Ja, ist schön. Was machen Sie denn hier? Ich wollte zur Signum filmen. Da will ich auch hin. Kommen Sie, gehen wir zusammen. Das ist schon in Ordnung. Ich habe lange nichts mehr von Ihnen gehört. Sie waren krank und eine Zeit in einer Entziehungsanstalt. Nun, wenn Sie schon wissen, wieso fragen Sie mich dann? Wer sind Sie? Ich kann mich nicht erinnern. Nein. Bosner ist mein Name, Journalist. Ich habe Sie schon ein paar Mal interviewt. So? Ja, schon ein paar Jahre her. Interviewt haben Sie mich. Freut mich, Sie wiederzusehen. Was machen Sie bei der Signum Film? Nun, ich will mich da zeigen, weil da wird ein Film vorbereitet, für den man den Hauptdarsteller sucht. Kommen Sie, gehen wir gleich drüben durch Halle 6, da haben Sie gestern abgedreht. Ich weiß genau, was das für eine Rolle ist. Ich hatte beim Lesen sofort das Gefühl, das ist sie. Meine Rolle. Eine Rolle, auf die ich seit Jahren warte. Eine große Rolle. Ich muss die spielen. Möglicherweise die Rolle meines Lebens. Ich verstehe. Sie meinen den Film Das Ende der Dinge? Ja. Nichts hat sich verändert. So lange ist es nun auch wieder nicht her, dass Sie aufgehört haben. Und jetzt geht der Mann los, um mit ein paar Leuten abzurechnen, die seine Tochter auf dem Gewissen haben. Der Mann, die Rolle, bin ich. Aber ich weiß, dass die Rolle schon besetzt ist. Besetzt? Mit wem? Mit Ihrem Kollegen, Mischa Kranz. Mit Kranz? Der Vertrag ist abgeschlossen. Ich will gerade ein Interview mit ihm machen. Tut mir leid. Ja, aber Kranz ist doch ganz falsch. Das bringt er nicht. Er ist nicht krank, nicht schwach. Das muss er doch nicht sein. Das wird er halt spielen. Aber Kranz ist doch gar nicht fähig, sich in einen anderen Charakter zu denken. Das kann ja gar nicht bringen. Wenn Sie kennen doch Kranz. Der kann doch nur spielen, was er ist. Das ist keine Rolle für ihn. Und das muss man den Leuten sagen, bevor sie einen so gewaltigen Fehler machen. Ja, ich freue mich, dass wir mal wieder zusammenarbeiten. Wir sind ja mal fabelhaft miteinander ausgekommen. Bin überzeugt, das wird auch diesmal so sein. Ich auch. Wir zwei haben ja eigentlich noch nie das Vergnügen miteinander gehabt. Ich hoffe, Sie haben keine Angst davor. Ich will nur eins, eine anständige Arbeit abliefern. Ja, ich habe schon gehört. So ganz einverstanden sind Sie nicht mit mir. Das gebe ich zu, aber nichts gegen Sie. Ich sehe die Rolle nur anders. Ach, hör auf! Wer spielt dir das? Bosner ist da. Und Herr Theilmann. Welcher Herr Theilmann? Der Schauspieler Theilmann? Ja, der Schauspieler. Moment mal, Martin Theilmann. Ja, gibt's denn den überhaupt noch? Der ist doch längst weg vom Fenster. Alkoholiker. Der war doch völlig am Boden. Was will er denn? Die Rolle. Welche Rolle? Na, die Rolle. Meine Rolle? Da haben Sie ihm nicht gesagt, dass die besetzt ist. Ja, das habe ich ihm gesagt, aber meint, wir machen da alle einen Fehler. Ach, wir machen einen Fehler. Ja, zuck. Keine Ahnung, wie er jetzt aussieht. So wie ich ihn in Erinnerung habe, eine schlechte Besetzung wäre er nicht. Aber er hängt ja noch in der Flasche. Oh, Entschuldigung.
Martin ist ein sehr guter Schauspieler. Oder besser sage ich, ist es gewesen. Für manche Rollen waren wir von Anfang an immer Konkurrenten. Na, sagen Sie ihm, dass die Rolle besetzt ist und, naja, also gehen. Ich würde das nächste Mal an ihn denken. Ne? Ja. Na? An was denken Sie? Tag, meine Herren. Er sieht gar nicht schlecht aus. Als ob ihm die Entziehung gut bekommen wäre. Ich habe den Eindruck, von dieser Rolle, pardon, von Ihrer Rolle, träumt er. Weiß er denn, ich meine, weiß er denn, worum es geht? Ja, hat mir die Rolle erzählt, er kennt den Roman, er kennt ihn auswendig. Und er wäre der Mann, genau wie ihn die Rolle verlangt. Tja, also ich werde mich dann verabschieden. Überlasse es euch, ihn nach Hause zu schicken. Wo machen wir unser Interview? Kantine. Gut, gehen wir. Hallo, Mischa. Geht's dir wieder gut? Ja, es geht mir wieder gut. Ging dir eine Weile ziemlich schlecht, oder? Ja. Aber jetzt bist du wieder in Ordnung. Ja. Na, alles gut. Ja, ja, alles gut. Martin, kommen Sie doch mal. Was heißt das, er soll reinkommen? Ich hab doch gesagt, dass man ihn nach Hause doch mal an. Guten Tag, Herr Theimer. Nett, Sie zu sehen. Guten Tag. Ich höre, Sie bemühen sich um eine Rolle. Ne? Um welche? Ja, um die Hauptrolle. Tut mir leid, die ist besetzt. Ich kann Ihnen da nicht helfen, aber wir haben noch ein paar gute Nebenrollen. Vielleicht wäre das etwas für ihn. Was meinst du, Robbie? Nein. Das ist die Rolle für mich. Ich bringe da alle Voraussetzungen mit. Voraussetzungen, die man vielleicht nur einmal im Leben mitbringt, weil sich alles deckt. Die Rolle, das Drehbuch, das, was ich mitbringe, einfach alles. Ja, schon möglich. Aber die Rolle ist besetzt. Sie müssen akzeptieren, dass die Rolle besetzt ist. Der Mann, um den es in dem Buch geht, der ist doch... Das kann man nicht einfach so spielen. Das muss man erlebt, selber durchgemacht haben. Und ich habe das durchgemacht, verstehen Sie? Ich weiß, wie das ist, wenn man niemandem mehr was bedeutet. Wenn keiner mehr von einem was will. Und dann trotzdem etwas tut, aus sich heraus, ohne zu überlegen. Einfach losgeht. Blind. Fast blind. Ich gestehe Ihnen gerne zu, dass Sie für die Rolle in Frage gekommen wären. Aber wir haben offen gesagt nicht an Sie gedacht und jetzt ist nichts mehr rückgängig zu machen. Ja. Ja, gut, dann sagen Sie die Vorführung hier mal ab. Wir schauen uns die Probeaufnahmen dann am Tisch im Schneiderraum an. Ja. Und dann? Dann, naja, wie gesagt, dann... Die Tournee, so Anfang Dezember, und dann im März der neue Film. Wann haben wir denn da? Martin Theimer an der Theke. Wahrscheinlich bestellt er sich gerade im Schnaps. Na klar, das ist doch Martin Theimer. Guten Tag, Herr Theimer. Adi Kessler. Ja, richtig, der Adi, der Produktionsfahrer. Ich hab Sie doch morgens immer abgeholt, abends wieder nach Hause gefahren. Und zwischendurch, da haben wir uns doch sehr gerne immer ein... Genehmigt. Was machen Sie denn hier? Na, Kerl.
Letzten Endes hat er ja selber Schuld, ne? Ja, wie gesagt, der Film wird sehr interessant mit Weidemann. Freue ich mich drauf. Ich habe mal gehört, Sie waren nicht so richtig auf dem Damm. Das hat mir ehrlich leid getan. Danke. Bitte wieder in die Halle. Aber ich bin wieder in Ordnung. Ganz in Ordnung. Ja, und Sie drehen wieder hier? Nein, noch nicht, aber ich stehe in Verhandlungen. Größere Rolle, vielleicht die Rolle meines Lebens. Das freut mich für Sie, Herr Theimer. Die Filme mit Ihnen, das war eine schöne Zeit. Wenn Sie irgendwo hin müssen, ich fahre gerade in die Stadt. Aber vielleicht wäre es nun an der Zeit, Ihnen zu sagen, dass wir hier an vielen Dingen gefallen finden. Wir freuen uns, wenn er... Entschuldigung, ich habe ihn am Fenster stehen sehen. Ich habe gedacht, ich bin schon mittendrin in meinem Film. Jetzt hör auf, ich kann ihn nicht nehmen. Ich habe einen Vertrag mit jemand anderem. Ganz abgesehen davon, dass du dich täuscht. Glaub mir. Damals ist leer. Ausgebrannt am Ende. Und Alkoholiker. Das ist ein Risiko, das man nicht eingehen kann. Vergiss ihn. Kann ich darüber nicht ein bisschen weinen? Komm, fahr weiter. Morgen, die Sonne hinter dem Berge hervorkommt. Wir beobachten die Vögel. Wir schenken ihnen viel Aufmerksamkeit. Also, dass Sie die Rolle nicht kriegen, sowas dürfen Sie gar nicht erst denken. Die kriegen Sie, da bin ich ganz sicher. Einfach, weil es keinen Besseren dafür gibt. Nach Hause gebracht? Ja, da, Adi war es. Adi Kessler, du erinnerst dich. Ich habe in der Kantine noch was zu mir genommen, da kam er auf mich zu, war sehr nett und war ganz begeistert und sagte, wie in alten Zeiten. Du hast also die Rolle gekriegt? Nein, ich habe sie nicht gekriegt. Du nicht? Nein, Kranz spielt die Rolle. Wieso Kranz? Der ist doch ganz falsch. Ja, das habe ich denen auch gesagt. Der ist doch ganz falsch besetzt. Martin, die machen den Stoff kaputt. Deinen Stoff. Das ist doch dein Film. Haben die das nicht begriffen? Sie sagen, der Vertrag ist schon abgeschlossen mit Kranz und ist nicht mehr rückgängig zu machen. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es einfach nicht glauben. Kranz und du. Dann nehmen Sie Kranz. Das ist Dina. Martin, du hast dich und deine Sache nicht richtig vertreten. Die Rolle ist besetzt aus. Das musst doch du akzeptieren. Ach, was? Und? Hat er die Rolle? Nein, er hat sie nicht. Aber wieso denn? Das ist doch sein Film. Kranz hat die Rolle. Sehr gut, Mosner. Jetzt brauchen wir noch ein Bild von Kranz. Im Archiv haben Sie nur alte. Wie sieht er denn aus zurzeit? Gut. Ziemlich glatt. Aufrecht. Bisschen hölzern. Aber das war er ja immer. Na, ruf ihn an, ob er neuer hat. Ich habe übrigens Martin Theimer getroffen. Na, der ist doch schon lange in der Versenkung verschwunden. Nee, der will die Rolle haben, die Kranz gekriegt hat. Theimer? Er soll doch völlig kaputt sein. Genau das, was die Rolle verlangt. Hallo? Ja, ist Bosner. Ah, Herr Bosner. Bitte. Neue Fotos? Ja, natürlich, können Sie bekommen. Nein, sehr gut, ich habe ausgezeichnete Fotos. Wissen Sie,
Übrigens, wer mich vor einer halben Stunde angerufen hat? Martin Timer. Ob ich nicht doch auf die Rolle verzichten würde. Was sagen Sie dazu? Sie sollen auf die Rolle verzichten? Ist das nicht unglaublich? Er hat mich geradezu angefleht. Naja, das nur am Rande. Wann wollen Sie die Fotos abholen lassen? Ich komme morgen selbst vorbei, wenn es Ihnen recht ist. Der Anruf von Timer interessiert mich. Ja, ich bin den ganzen Vormittag zu Hause. Ah, bei mir läutet es gerade. Also, bis morgen. Entschuldigen Sie bitte, mein Name ist Bosner. Gehören Sie zur Familie? Nein, ich bin die Wirtschafterin. Schon ein paar Mal geklingelt, aber es macht niemand auf. Ich bin mit Herrn Kranz verabredet. Ja, vielleicht musste er schon weg. Aber kann sein, dass er einen Zettel hingelegt hat. Er legt immer einen Zettel hin, wenn er weg muss. Sie beide haben also den Toten entdeckt. Ja, ich und die Wirtschafterin, Frau Kieler. Ja, ich danke Ihnen inzwischen, Frau Kieler. Sie brauche ich noch. Kommen Sie. Stefan, hier wäre der erste Bericht. Danke. Ich mache mir zu, in der Umstadt arbeiten. Gut, kommen Sie bitte. Da kommen Sie. Erzählen Sie mir was. Ich bin Journalist. Ich habe gestern noch ein Interview mit Herrn Kranz gehabt. Heute Morgen wollte ich Fotos abholen. Was ist mit Kranz? Woran ist er gestorben? Eine Schädelverletzung. Als ich ihn fand, fiel mir sofort auf. Umgestürzte Möbel, verschobene Stühle, Tischdecke runtergerissen. Mord? Und da drüben? Die Tür zum Büro vom Schumann mit einem Hintersetzer. Mhm. Sehr gut. Vielleicht solltest du die Lampen über der Theke tiefer hängen, damit sie nicht anschlägt. Bobby! Kranz ist tot. Er ist ermordet worden. Bosner hat's mir gerade gesagt. Er ist noch am Telefon. Hallo? Sind Sie noch dran? Ja, ich gebe Ihnen mal Bracht. Erzählen Sie es ihm selber. Ja, Bracht hier. Ach, Sie haben ihn gefunden. Ich verstehe. Hören Sie, ist man sicher, dass es Mord war? Wieso? Es kann ja ein Unglücksfall gewesen sein. Schädelverletzung, ja. Naja, die kann er sich ja... Nun lassen Sie mich doch mal ausreden. Die kann er sich ja bei einem Sturz zugezogen haben. Da muss man nicht gleich vom Mord reden. Nicht ich rede davon, die Polizei redet davon. Noch etwas, Herr Bracht. Was bedeutet der Tod von Kranz für Ihren Film? Das bedeutet, dass wir... Was wollen Sie eigentlich wissen? Lassen Sie den Film jetzt platzen oder werden Sie umbesetzen? Lassen Sie uns erstmal Zeit. Schließlich ist ein Kollege gestorben. Damit müssen wir erstmal fertig werden. Dann werden wir natürlich umbesetzen. Martin Timer? Gut, gut, zu früh. Ich weiß, dass es zu früh ist, darüber zu reden. Aber es kommt ja sonst keiner in Frage. Nein, sonst kommt keiner in Frage. Das wär's. Fragt, ob wir die Rolle jetzt mit Timer besetzen. Besetzen wir Timer? Es gibt keinen anderen. Timer hat's geschafft. Was geschafft? Na, dass er die Rolle kriegt. Du glaubst doch nicht, dass Timer was mit dem Mord zu tun hat. Keine Ahnung. Aber immerhin hat er gestern Abend noch Kranz angerufen und ihn geradezu angefleht, dass er die Rolle zurückgibt.
Das habe ich auch der Polizei gesagt. Musste ich ja doch, hm? Na, endlich, ich warte schon. Ach so, ihr seid's. Nein, nein, geht nicht, im Augenblick nicht. Ich rufe in einer Stunde zurück, gut, ja? Gut, danke. Also, die Rolle seines Lebens, sagen Sie. Was war denn das für eine Rolle? Haben Sie den Roman nicht gelesen? Ich lese selten Romane. Ich kenne das Buch. Das ist die Geschichte von einem Mann, der hinter Leuten her ist, die seine Tochter kaputt gemacht haben. Ja, für Thalmer war es, ist es, die Rolle seines Lebens. Er wollte diese Rolle unbedingt haben. Und Kranz sagte ihm am Telefon, dass Thalmer ihn in der letzten Nacht noch anrief und ihn, ist das Wort richtig, angefleht habe, von der Rolle zurückzutreten. Ja, genau mit diesen Worten hat es mir Kranz gesagt. Und während Sie mit Kranz telefonierten, da hörten Sie die Türglocke. Ja, er muss noch Besuch bekommen haben. Wann war das? Gegen 11 Uhr nachts. Martin, kommst du mal? Die Herren wollen dir etwas mitteilen. Mein Name ist Derek, ich bin von der Mordkommission. Kranz ist tot. Kranz ist ermordet worden. Sie haben noch verstanden, Herr Thalmer, nicht? Natürlich habe ich verstanden, mein Gehör ist in Ordnung. Als Schauspieler bin ich darauf angewiesen, Texte zu verstehen. Sie haben doch gar nicht erfahren, dass Kranz tot ist? Ja, woher? Nein, das höre ich zum ersten Mal, jetzt, in diesem Augenblick. Tot also. Kann ich ein Glas Wasser haben? Na klar. Sie wissen vielleicht, dass ich Alkoholiker war. Ja, ich habe davon gehört. Nun, es ist kein Geheimnis geblieben. Ich hatte Jahre gebraucht, um mit dieser Krankheit fertig zu werden. Danke, Lydia. Ermordet. Ja, so sieht's aus, gestern Abend. So ungefähr gegen 11 Uhr nachts, ja. Wo waren Sie gestern Abend gegen 11 Uhr? Wo waren Sie gestern Abend um 11 Uhr? Ich kenne diese Sätze. Ich habe in vielen Kriminalfilmen gespielt. Diese bedeutungsschweren Sätze. Wo waren Sie gestern Abend um 11 Uhr? Wo war ich, Lydia? Ja, wir waren hier. In diesem Zimmer. Ach, Moment, Sie haben doch mit Kranz telefoniert, ne? Ja. Er hat es mir gesagt, als ich ihn gestern Nacht noch anrief. Er sagte, vor etwa einer Stunde hat Martin Thalmer mit mir telefoniert. Er will, dass ich die Rolle zurückgebe. Zu seinen Gunsten. Tja, Sie sollen ihn geradezu angefleht haben. Das können Sie doch nicht leugnen. Leugne ich es denn? Ich leugne es ja gar nicht. Ich sagte zu ihm, Mischa, das ist nicht deine Rolle, das ist meine Rolle. Er fragte mich, ob ich verrückt sei. Ich sagte, nein, nein, ich bin nicht verrückt. Lass die Rolle, diese Rolle kannst du nicht spielen. Und dann hat er den Hörer aufgelegt? Ja. Sie sind nicht hingefahren zu ihm, um noch einmal mit ihm darüber zu reden? Nein, wir sind hier geblieben. Wir sind zu Hause geblieben. Ja, hallo? Ja, Thalmer. Ah ja. Ja, er ist hier. Natürlich. Gut. Ja gut, ich werde es ihm sagen. Sie wollen dir die Rolle anbieten. Du sollst nach Kassel-Gastheit kommen. Sie wollen den Vertrag mit dir machen. Sie schicken einen Wagen. Ich bin zur Vertragsverhandlung hierher bestellt. Mein Name ist... Thalmer. Jetzt kenne ich Sie ja, Herr Thalmer. Guten Tag. Ist gut. Guten Tag. Guten Tag, Herr Thalmer. Wo bin ich?
Die Herren sind leider vor ein paar Minuten ins Atelier. Wollen Sie hier warten oder soll ich Sie rüberbringen? Ja, natürlich gibt es einen Gewinner bei dieser traurigen Angelegenheit. Das ist Timer, ist doch klar. Aber was wollen Sie daraus für Schlüsse ziehen? Sehen Sie da vielleicht ein Motiv für einen Mord? Das wäre das Letzte, was wir gebrauchen könnten. Na, das ist unmöglich. Schlagen Sie sich das aus dem Kopf. Und warum? Warum sollte Timer den Mord nicht begangen haben? Also, ich sehe halt nur den Film, den ich machen muss und den ich so gut wie möglich machen möchte. Und ehrlich gesagt, mich macht diese Umsetzung glücklich. So, na, das ist in Ordnung. Also, Timer kriegt die Rolle. Ja. Gut. Guten Tag, Herr Timer. Kommen Sie, um Ihren Vertrag zu unterschreiben? Ja. Auf Wiedersehen, meine Herren. Freue mich. Freue mich wirklich. Nein, Sie stören gar nicht. Kommen Sie nur heran. Wenn Sie meinen Mann sprechen wollen, der ist nicht hier. Er hatte seinen ersten Drehtag. Ja, ich weiß. Sie wissen gar nichts. Sie können gar nicht wissen, was das für ihn bedeutet. Sehen Sie, ich habe gerade eingekauft. Seit Jahren zum ersten Mal wieder, ohne auf Geld achten zu müssen. Aber das war nicht das Schlimmste. Viel schlimmer war was ganz anderes. Keiner wollte mehr was von uns wissen. Alle sind uns aus dem Weg gegangen. Als hätten wir die Pest. Ihr Mann ist Alkoholiker. Wahr. Ja. Und? Was wollen Sie damit sagen? Dass das vermutlich der Grund war, warum man ihn nicht mehr beschäftigt hat. Sie haben keine Ahnung, wie schrecklich dieser Beruf für einen sensiblen, labilen Menschen sein kann. Und wie schnell hält er sich am Glas fest, wenn ihm was nicht gelingt, oder? Wenn er Angst hat, es nicht zu schaffen, dann lassen wir das. Warum sind Sie eigentlich hier? Sie haben doch eine Aussage gemacht, nicht wahr? Dass Sie und Ihr Mann an dem Abend, an dem Kranz ermordet worden ist, diese Wohnung nicht verlassen haben. Aber Sie haben mir die Aussage noch nicht unterschrieben. Ja, warum starren Sie mich denn so an? Kommen Sie her. Bitte machen Sie doch mal auf, das wird meine Tochter sein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Derek. Vertheimer bat mich, an die Tür zu gehen. Aha. Ich bin Dina. Mhm. Da bist du endlich. Ich warte schon auf dich. Ich danke Ihnen. Dina, kannst du mir helfen, das da zu verstauen? Mann, 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 wie hast du das bloß alles hergeschleppt? Sie sehen, ich habe unterschrieben. Gibt's noch was? Nein, danke, das war's. Was hast denn du da unterschrieben? Dieser Herr ist von der Polizei. Von der Polizei? Was erschrickst du denn so? Polizei ist Polizei und macht dann nichts. Und er wollte, dass du etwas unterschreibst. Ja, wo ich war, wo wir waren, Papa und ich, in der Nacht, als Kranz starb. Was machst du für ein dummes Gesicht? Bitte, holst du mir noch einen Rest? Ich wusste gar nicht, dass Sie eine Tochter haben. Sie haben mich auch nicht danach gefragt. Wohnen Sie hier bei Ihren Eltern? Nein, seit einem Jahr im Studentenwohnheim. Hast du die Frage begriffen, Dina? Wenn du noch bei uns wohnen würdest, dann müsstest du heute bezeugen, ob ihre Eltern tatsächlich in der fraglichen Nacht hier zu Hause waren. Na gut. Lassen Sie mich was ganz anderes fragen. Wissen Sie denn, wo Sie waren in der fraglichen Nacht? Es war die Nacht vom 7. auf 8. Juli. Nein, das kann ich Ihnen jetzt wirklich nicht sagen. Kommt ja auch überraschend, die Frage meine ich. Dina ist gekommen, um mich abzuholen.
Wir wollen zum Drehort. Ach, wie schön, da wollte ich auch hin. Wozu? Na, naja, Ihr Mann, der muss doch auch noch unterschreiben. Ja, wie können Sie das heute von ihm verlangen? An seinem ersten Drehtag? Haben Sie dafür denn gar kein Gefühl? Können wir jetzt fahren? Ja, Vergaser muss was sein, aber fahren können wir natürlich. Das ist Kriminalkommissar. Mein Name ist Derek. Derek? Ich hab da Ihren Namen in der Zeitung gelesen. Im Zusammenhang mit dem... Das ist die Mordsache Kranz, ja. Mhm. Ich weiß. Können wir? Ja, da wir alle schon zum Film wollen, nun gut. Fahren Sie mit mir? Wenn ich darf. Hallo, Frau Breil. Adi. Sie kommen genau richtig. Wir machen gerade Mittagspause. Das ist der Produktionsfahrer. Er hat meinen Mann heute Morgen abgeholt. Ja, und das mit dem größten Vergnügen. Mhm. Es war, als wären die Jahre dazwischen überhaupt nicht gewesen. Schön. Von der Presse? Was? Na, dann verziehe ich mich. Übrigens, wenn Sie irgendwas brauchen, Frau Breil, nur Adi rufen. Danke, Adi. Frau Breil? Ja, Sie müssten mich eigentlich auch noch kennen. Lydia Breil. Ein paar Filme habe ich gemacht, die man eigentlich nicht vergessen sollte. Aber so ist es doch für die gute Spielerin. Wollen Sie wirklich da hingehen? Stören? Bloß wegen einer albernen Unterschrift. Oh ja. Guten Tag. Guten Tag. Alle Pracht. Ja, was wollen Sie denn hier? Was? Ach, ich bin immer noch unterwegs in der Mordsache Kranz. Da. Aber jetzt und hier? Er will, dass Martin ein Protokoll unterschreibt. Also lassen Sie mir den Mann jetzt in Ruhe, schon ja? Schon gut. Martin ist großartig. Er spielt es nicht, er ist es. Ich habe ihn noch nie so gesehen. Wunderbar. Bitte bleiben Sie sitzen. Na also, ich gratuliere zum ersten Drehtag. Danke. Es ist wirklich ein ganz besonderes Gefühl, das ich lange nicht gehabt habe. Ja. 5 Jahre nicht mehr. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie mir geschieht. Ich brauche nur den Finger zu heben und alles tanzt um mich herum. Es ist wie früher. Herr Theimer? Das ist Herr Derek. Was sind Sie noch? Oberinspektor? Ja. Oberinspektor Derek von der Kriminalpolizei. Möchten Sie ein Bier? Nein, danke. Dann danke. In 5 Minuten geht's weiter. In 5 Minuten geht's weiter! Ja, es ist unglaublich, wie sich sofort das Leben wieder verändert. Ich habe denen in der Produktion gesagt, ich liege voll auf der Rolle. Das ist meine Geschichte, ich bin euer Mann, aber konnte ich ganz sicher sein. Und jetzt sind Sie sicher? Ja. Jetzt bin ich's. Natürlich bin ich's. Und ich habe allen Grund, dankbar zu sein. Ja, ja. Der Kranz wäre ja auch gar nicht so gut gewesen in der Rolle, nicht? Kranz? Wieso erwähnen Sie Kranz? Kranz ist... Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen ihn in Ruhe lassen. Oh ja, natürlich. Ich will ja auch nur eine Unterschrift. Was soll er denn unterschreiben? Eine Aussage, die er längst gemacht hat, ist eine reine Formsache. Darf man mal sehen? Nein, Sie dürfen nicht sehen. Hören Sie, dieser Mann ist Schauspieler. Der muss gleich vor die Kamera. Können Sie das nicht auf später verschieben? Gut. Ich bin einverstanden. Danke. Wissen Sie überhaupt, was Sie hier machen? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe ja noch nicht das Geringste mitgekriegt. Interessiert es Sie? Ja, schon. Ja. Also, Sie werden gleich Timer sehen, wie er darauf wartet, dass wir ihn losgehen. Aha. Seine Situation. Er ist total fertig. Mhm. Er kommt hierher, weil er eine schwache Idee hat. Er weiß, dass er in irgendeinem Lokal den Mann findet, der seine Tochter auf dem Gewissen hat. Mittagspause vorbei, wir drehen weiter. Und er weiß, dass er gegen diesen Mann keine Chance hat. Wie denn? So wie er ist, total zerstört und doch zieht es ihn hierhin. Das ist die Situation. Bitte Ruhe für eine Kameraprobe.
fahren. Jetzt geht er los. Bitte gehen. Haben Sie einen Blick dafür, wie gut er das macht? Und Kranz hätte das nicht gekonnt? Kranz? Das wäre ganz anders gewesen, nicht so gut. Der Mann wäre unglaubwürdig gewesen. Bitte geht jetzt lieber. Am ersten Drehtag sind immer alle nervös. Mich werden Sie wohl nicht davonjagen. Na, zufrieden? Oh, wissen Sie, das Wort gibt's gar nicht für mich. Fertig, Martin? Und langsam losgehen. Und fahren. Jetzt dreh dich um, schau hinter dich, als ob du nicht ganz sicher wärst. Können wir uns ein wenig unterhalten? Schauen Sie, ich habe wirklich nicht gewusst, dass Herr Theimer eine Tochter hat. Das Ganze hier, das ist ein bisschen neu für mich. Schauspieler, ich kenne mich da wirklich nicht aus. Sie auch, ja? Sind Sie auch Schauspieler? Nein, ich studiere. Wir beide studieren Volkswirtschaft. Mit Schauspielerei haben wir nichts zu tun. Die Begabung hätte ich gar nicht. Zum Schauspieler muss man geboren sein. So wie mein Vater dafür geboren ist. Meine Mutter auch. Aber besonders mein Vater. Sie müssen doch wissen, was er für einen Namen hatte. Ja, vor 5 Jahren. Was soll das heißen, vor 5 Jahren? Was wollen Sie damit sagen? Wer einmal Schauspieler ist, der ist es immer. Es sei denn, er ist kein richtiger Schauspieler. Aber mein Vater ist immer ein richtiger Schauspieler gewesen. Wissen Sie eigentlich, was das heißt? Das heißt, alles auf eine Karte setzen. Sein ganzes Leben. So wie mein Vater sein ganzes Leben auf eine Karte gesetzt hat. Stück für Stück. Und das letzte Stück im Alkohol ertränkt. Hör auf, Dina. Wollen Sie noch mehr wissen? Sie lieben Ihren Vater so. Ja. Und auch den letzten Rest von ihm. Auch den er im Alkohol ertränkt hat. Kennen Sie Kranz? Kennen Sie Kranz? Warum fragen Sie denn das alles? Natürlich kennen Sie Kranz, ich kenne ihn auch. Ist ja ein vielbeschäftigter Mann gewesen, nicht? Auch sein Haus, auch da, wo er gelebt hat? Wo man ihn ermordet hat, kennen Sie das auch? Nein, keine Ahnung, wo der gewohnt hat. Weißt du's? Ist Ihnen vielleicht inzwischen eingefallen, wo Sie in der fraglichen Nacht gewesen sind? In der Nacht vom 7. auf 8. Juli? Das ist die Nacht, in der Kranz ermordet wurde. Ja, das ist richtig. Wir waren im Kino. Wollen Sie wissen, wo und in welchem Film, ja? Nein, nein, das ist ja schon gut. Schauen Sie, das ganze Milieu hier, das ist alles so, das ist so fremd für mich. Ich hab's ja nicht böse gemeint. Danke. Und drehen. Ab, komm. Also, Theimer hat damit zu tun, es gibt sonst niemanden, Harry. Weit und breit ist nur ein Motiv sichtbar. Theimer wollte die Rolle haben. Oder er sollte sie haben. Seine Tochter, die sagte zu mir, ich liebe meinen Vater sehr, auch noch den letzten Rest von ihm.
den er im Alkohol ertränkt hat. Aber das ist ja sicher nicht mehr viel. Ja, sag mal, könnte die Tochter nicht was damit zu tun haben? Stell mal fest, wo sie wohnt, wie sie lebt und was mit ihrem Freund los ist. Die studieren beide. So, Martin. Wir sind gleich soweit. Wollen Sie denn schon wieder? Nur zuschauen. Und nur, wenn Sie es erlauben. Sie lassen mir meinen Hauptdarsteller in Frieden. Ja. Haben wir uns da verstanden? Ich sagte ja, ist in Ordnung. Ja, dann meinetwegen. Er scheint Sie nicht besonders zu mögen. So? Na ja, werde ich wohl damit leben müssen, ne? Wollen Sie nicht mir sagen, warum Sie hier sind? Können Sie sich doch denken, ist noch der Fall Kranz. Halten Sie Timer für den Mörder? Ja, könnte es nicht sein. Wissen Sie, ich habe bisher noch nichts darüber geschrieben. Ist mir schon aufgefallen. Ich meine, ich möchte nichts anstellen mit dem, was ich schreiben könnte. Für einen Journalisten eine bemerkenswerte Einstellung. Ich habe sie. Außerdem... Was außerdem? Ist die Geschichte ja noch nicht zu Ende. Bescheid, wer war? Sie kommen von hier. Passen Sie auf, darf ich mal etwas lernen? Ja, ja. Ach nein, 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 lieber von hier. Sie gehen hier auf mein Zeichen los, ja? Geradeaus zur Tür. Da, gehen Sie ruhig mal langsam los. Nein, 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 nein. Von da zur Tür. Zur Tür. Und bitte. Ja, was wir bisher gedreht haben. Also Bracht ist ganz begeistert. Ich übrigens auch. Das muss ich ihm sagen. Noch vor der nächsten Aufnahme. Martin, Sie sind begeistert. Hast du gehört? Sie sagen, dass man die Rolle nicht besser spielen kann. Das haben wir gewusst. Ich hab's gewusst. Und du hast gewusst. Wir waren ganz sicher. Ist das Wasser? Und wenn dich jemand fragt, dann sag, dass du drüber weg bist. Dass du wieder da sein wirst. Und zwar ganz da. Und so, dass dich keiner übergehen kann. Was will denn der schon wieder? Der soll verschwinden. Er hat doch hier nichts zu suchen. Ja, sagt ihm das keiner. Bitte alle auf die Plätze, jeder auf seine Position. Alle auf die Plätze! Martin, wir machen jetzt deinen Auftritt durch die Tür. Du kommst rein von der Straße, nachdem du dich endlich dazu entschlossen hast. Hast Angst. Stehst an der Tür, Herzklopfen. Ja, du rechnest förmlich damit, dass dir jemand eine scheuert. Ja? Klar? Gut. Bitte Ruhe für eine Probe. Abläuten! So, wir sind soweit. Martin, bitte. Jetzt kommen Sie bitte. Ja, und jetzt sehen Sie ihn. Was machst du hier? Oh Gott, kannst du nicht aufpassen? Mach, dass du rauskommst. Aus. Wir machen es normal. Passt auf, dass ihr euch nicht abdeckt, ja? Sonst sehr gut.
Spiele. Und Sie? Und jetzt sind Sie langsam auf mich zu. Was machst du hier? Ich muss nicht aufpassen! Mach, dass du rauskommst. Wo ist Schumann? Verschwinde, Penner! Ist Schumann nicht da? Was will er? Mann, hau bloß ab. Du glaubst doch nicht, dass der Chef auch nur eine Sekunde Zeit für dich hat. Ich möchte Schumann sprechen. Gut, Martin. Sehr gut, ja. Jetzt auftritt Schumann. Jetzt siehst du ihn, den du die ganze Zeit gesucht hast. Dirk, bitte auftritt. Was willst du von mir? So, jetzt steh auf und geh auf ihn zu. Bist du Schumann? Was du von mir willst, habe ich dich gefragt. Ich muss mit dir sprechen. Meine Tochter. Ja? Halt, mach den nicht so nah ran. Du nimmst ihm das Licht. Bleib ein bisschen zurück. Nochmal bitte, ja? Und? Ich muss mit dir sprechen. Meine Tochter. Ja? Warum machst du alles kaputt? Warum? Gut, kleine Pause, bis eingeleuchtet ist. Danke. Was für einen Eindruck haben Sie? Die Szene müsste Ihnen doch was gesagt haben, oder hat Sie das kalt gelassen? Nein, das hat mich nicht kalt gelassen. Ich habe ihn noch nie so gut gesehen. Mhm. Sie sind froh, dass Sie ihn haben, nicht? Dass nicht Kranz die Rolle spielt. Kranz hätte das nicht im Entferntesten gebracht. Wissen Sie, dieser Mann hätte das mit dem Kopf gespielt. Nur mit dem Kopf. Und Timer hat keinen mehr? Nein, er hat keinen mehr. Sie haben keine Ahnung, was dieser Mensch alles mitgemacht hat. Er hat seine Illusion ganz langsam immer mehr verloren. Pause vorbei, bitte alles ins Atelier. Aber wenn es geht, lassen Sie mir Timer in Ruhe. Seine stärksten Szenen kommen. Sam, ihr seid immer noch da? Ja, wann hat man schon Gelegenheit, mal zu sehen, wie Filme gemacht werden? Ja. Du, sag mal, hast du was über die Tochter und ihren Freund erfahren können? So, bitte alle auf die Position. Wir machen eine Aufnahme. Guten Abend, Leute. Also von der Stelle, meiner Tochter, ja, warum machst du alles kaputt? Ton? Ton läuft. Kamera läuft. 27, Anton, die erste. Bitte, Martin. Meine Tochter. Ja? Warum machst du alles kaputt? Warum? Das Kind hat dich gern gehabt. War voller Vertrauen. Du sollst deinen Mund halten. Mit Vertrauen, verstehst du? Mit Vertrauen wird man geboren und mit Liebe. Werf ihn raus. Und jetzt ist das alles nur dazu da, dass es immer weniger wird, bis am Ende nichts mehr davon übrig ist. Schmeiß ihn doch endlich raus. Habe ja gesagt. Kind, der Kerl liebt dich nicht, aber jetzt gehst du für ihn auf die Straße und hältst das immer noch für Liebe.
Liebe gibt es nicht, verstehst du? Liebe gibt es nicht. Entschuldigung. Aus. Zurück auf Anfang. Irgendwas nicht in Ordnung, Martin. Willst du noch mal einen Text schauen? Ja, nein, das war ganz normaler Hänger. Gut, dann machen wir ein Pickup von der Stelle. Ich hab ihr gesagt, der Kerl liebt mich nicht. Ton? Karte. 27 Anton, dritte Pickup. Martin, bitte. Ich habe ihr gesagt, der Kerl liebt dich nicht. Und jetzt gehst du für ihn auf die Straße und hältst es immer noch für Liebe. Liebe gibt es nicht. Hörst du? Liebe. Schluss für heute, wir drehen das morgen. Was ist los? Verzeih mir, ich kann nicht mehr. Sag mal, was hat denn der? Martin. Ich bringe mich nach Hause. Sie bringen die beiden nicht nach Hause. Harry, bring sie ins Präsidium. Da kann ich ja anfangen, meine Geschichte zu schreiben. Wieso? Du bist doch immer noch nicht zu Ende. Sie haben lange durchgehalten, bis heute. Also, wer ist schuld am Tod von Kranz? Oder vielmehr, wer hat ihn verursacht? Ich. Sei still. Mein Mann hat Kranz angerufen. Er hat ihm gesagt, Michael, lass mir die Rolle, es ist meine Rolle. Als ob sie für mich geschrieben wäre. Es ist die Rolle meines Lebens. Kranz hat einfach eingehängt. Daraufhin bin ich zu ihm gefahren. Er wollte mich rausschmeißen, er hat mich angefasst. Ja, da habe ich die Nerven verloren. Ich habe mich mit ihm geprügelt wie ein Straßenmädchen. Und plötzlich ist er gestürzt. Ich kann es einfach nicht begreifen. Er muss sich so verletzt haben. Dass der Tod eingetreten ist. Hier ist das Protokoll. Danke, Harry. Wann hast du es gewusst? Er sollte sagen, Liebe gibt es nicht. Das war sein Text, aber er konnte es nicht. Er brachte es nicht über die Lippen. Sah seine Frau an. Er wusste ja, dass das, was sie für ihn getan hatte, das hatte sie eben aus Liebe getan. Liebe gibt es nicht, hörst du? Liebe. Ich kann nicht mehr. Martin. Martin. So, Drehschluss.